Wir machen jetzt mal noch kurz einen Rundgang durch Calador. Downtown. Müssen euch allerdings schon sagen, es ist unheimlich ruhig. Also wir haben gerade schon beim Reinfahren, okay, es ist Sonntag heute, aber wir haben schon beim Reinfahren gesehen, es hat unheimlich viel zu. Also es ist unheimlich leer. Aber lasst euch einfach ja, überraschen. Ja, hier sieht man sofort wieder diesen Ibizenkischen-Stil, alles weiß. Ja. Allerdings leider auch die ganzen Fenster noch weiß. Das Übliche, wenn sie im Winter mit Kalk zumachen. Ja, auch hier der Supermarkt noch zu. Alles ist echt noch, also Calador ist noch wirklich alles so. Alles ist da wirklich ein Ort. Ja, da gibt es glaube ich wirklich, ja, da gibt es eine Saison, da geht es dann richtig gut. Und außerhalb der Saison ist dann halt auch wirklich nada. Wenig los. Nada, nada, gar nichts. Vielleicht haben ein paar Geschäfte morgen wieder auf. Ja, weil heute Sonntag okay. Ist, denke ich mal, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber man sieht eben, dass es Sonntag ist. Da wenn du hier drüben guckst, der ja. Zugemalt, das hat nicht mit Sonntag zu tun. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Mango kann natürlich vielleicht Sonntag sein. Ja. Ja. Vorne kommt da so ein Winter oder irgendwas immer offen hier. Der Sichtwahl könnte natürlich sein, dass die Sonntag ja, zu genau. Ist. Ja, genau. Da sieht man auch, dass der Laden normalerweise geöffnet ist. Ja. Ja. Hier drüben sind schon wieder. Hier rechts ist ja. Also es ist. Ja, es ist Sonntag. Aber trotzdem ist ja einfach sehr, sehr viel. Oder eigentlich fast noch gar nichts. Wir haben es euch ja schon gesagt, wir waren lange nicht mehr in Calador. Jahre, oder? Ja, ja. Jahre. Und ich weiß auch nicht genau, wann die Saison beginnt, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr jetzt hier noch ein leeres Calador seid. Und ich gehe davon aus, Ende April, Anfang Mai, wenn dann Ostern vorbei ist, dass du dann schon wieder, wenn man dann wieder macht, ein relativ volles Calador. Und wie es dann aussieht, das ist dann ja ein Gegensatz, ein Kontrast ja, ohne Ende. Das ist auch interessant, also wir werden sicherlich ja. Nochmal kommen, wenn was los ist und nochmal ein Video machen. Ja. Einfach auch für uns ist es immer interessant, den Unterschied zu sehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ende, wo alte Leute hier alle essen gehen und rausgehen, das ist, ja, es sind alle Studien noch gar nicht auf. Nee. Wo gehen die denn hin, die hier leben? Die wahrscheinlich Porto Colom dann, ne? Oder? Porto Colom. Ja. Wir wollten auch hier was essen gehen, aber wir werden wohl auch hier nach Porto Colom gehen, weil hier ist ja. Offen. Im Hafen unten der eine Laden war relativ voll. Na, ich denke halt, dass die Leute, wo jetzt hier leben, ihre Locations natürlich haben. Ihre Locations haben. Ja. Wo sie dann halt auch jetzt hin können. Aber hier, so das hier waren wir doch vor Jahren, weißt du, genau. Wie voll das hier war? Richtig, das war, das war bestimmt sechs Jahre her oder was? Ja, ja. Ja? Sechs, sieben Jahre bestimmt schon, genau. Wo es hier voller richtig. Touristen war. Hier mit dem, da haben wir gesagt, sieht ja ganz nett aus. Ja. Dafür ist jetzt schon, man sieht jetzt den Style von, man sieht jetzt den Style von Calador, also man sieht jetzt wirklich, wie die alles aussehen, alles weiß, schön gemacht, auch hier, wir laufen natürlich nicht alles ab, würde dann auch langweilig für euch werden, wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde, außer Tauben, dreiviertel Stunde, eine Stunde nix durch da. Die leeren Gassen laufen. Was wir natürlich auch gar nicht beurteilen können, weil wir auch letztes Jahr nicht hier waren oder vorletztes Jahr, also in diesen allseits beliebten C-Jahren. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, was von den Restaurants vielleicht auch während der Corona-Zeit gar nicht geöffnet hat. Ja. Und vielleicht auch jetzt erst wieder aufmacht. Also da können wir eigentlich überhaupt nichts dazu sagen. Ja, vielleicht gibt es aber Kunden oder Leute von uns, die das schauen und wissen, wie es letztes Jahr war. Ja, ja. Die können sich mal melden. Ja, also wenn ihr hier wart, schreibt mal, wie es letztes Jahr, vorletztes Jahr war. Wie gesagt, ich habe da ob hier alles auf hatte Urlaub gemacht. Doch, weißt du, wer letztes Jahr hier? Unser Markus, der jetzt kommt. Unser Markus ist in Calador. Ja. Genau, den können wir mal fragen. Der guckt sogar wahrscheinlich auch unseren YouTube-Kanal. Können wir mal fragen. Der kommt jetzt auch wieder nach Calador. Ja. Im Mai, ja. Okay. Dann können wir ihn mal besuchen und können wir genau gucken, wie ist es im Mai. Besuchen wir den Markus mal im Mai. Ja. Und gehen wir hier durch. Das hier zum Beispiel sieht doch schon mal zu aus. Ja, oder? Das ist
Lang nichts mehr gewesen, glaube ich auch. Lang Jahre. Siehst du auch an den Schildern? Guck dir mal die Schilder an. Ich darf noch die Schilder weg. Ja. Wenn du hier hochschaust, da oben, da werden die Schilder schon. Furcht. Aber hier gibt es noch ein paar, die hier wohnen. Naja, da oben ist alles leer. Ja. Da sind die mal in der Fenster drin. Mhm. Ah, hallo Hundi. Ja. Da auch alles leer, komplett. Ja, ja. Ja, hier bist du eigentlich mitten im Calador. Du hast hier wirklich komplett leerstehende Immobilien, wo gar nichts mehr drin ist, die schon im Kampf sind. Wahnsinn. Aber es ist wie auf Ibiza, weißt du, wo es doch auch, wo wir da waren vor 2 Jahren und auch alles zu war, da sah es auch nicht schön aus. Ja. Ich denke auch wirklich, wenn wir in einem Monat da sind, ist das Leben da. Das ist halt wie in jeder Stadt oder selbst in Diskotheken. Ich weiß nicht, früher Diskotheken gearbeitet und so weiter. Das ist irgendwie immer dasselbe, wenn eine Location, wenn ein Ort, wenn eine Stadt voll ist, hat sie immer ein ganz anderes Flair, als wenn eine Stadt leer ist. Dann siehst du Bewegung, dann siehst du bunte Farben von den Leuten. Die da sind. So wirkt es halt immer eigentlich, immer, aber es ist egal wo, etwas trist. Ja. Es ist nie schön, wenn es leer ist. Ja. Oder es hat nie den Flair, wenn es leer ist. Es ist trotzdem gar nicht, sehr interessant und diese weiße Architektur, aber ja. Auch schöne Bäckerei. Sieht schön aus, die Bäckerei. Ja. Ja. Clement. Seit 1967. Ja, sieht schön aus. Hier drüben Piccadilly, das scheint komplett gut zu sein, das ist oben. Ja, keine Ahnung, seit 1980. Trotzdem wird es jetzt interessant, den Unterschied zu sehen jetzt und dann in 2 Monaten. Ja. Mal hierher kommen und Minigolf spielen. Ah. Da ist man dort Minigolf am Bad. Auch schon wieder so eine Geschichte, auch schon wieder Jahre her. Wann haben wir das letzte Mal Minigolf gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, doch, wo meine Cousine mal da war. Und zwar das hier auch irgendwo an der Ostküste. War das nicht sogar auch hier? Ja, richtig. Das war aber auch schon 8 Jahre her? Ja. Auch so, oder 7, ne? Das stimmt. Da waren wir mit ihr doch mal Minigolf. Die Zeit vergeht und man wird älter und älter. Ja. Wahnsinn. Und sowas finde ich dann persönlich auch eigentlich erstaunlich. Weil man ja eigentlich auch irgendwie denkt, in Calador leben ja auch Leute, die das ganze Jahr hier leben. Ja. Die immer da sind. Und dann macht zum Beispiel hier ein Burger King nicht auf. Wo ich denke, da müssen doch auch die Einheimischen genau aussetzen. In Calaradiada hat der Burger King eigentlich immer auf. Immer, ja. In Calamiosa, Coma haben die auch immer auf. Die Fastfood-Kette jedenfalls früher immer auf gehabt. Weil ja auch ein paar Einheimische da sind, ja, genau. Die mal gehen wollen. Aber Wahnsinn, aber auch riesige Tiendas. Ja, ja. Aber Calador scheint echt noch, sag ich mal, mehr nur touristisch in der Zeit, also nur in der touristischen Zeit zu arbeiten. Ja, vielleicht auch Calamior, Calaradiada. Noch mehr los aktuell. Ja. Straße Lacoste. Alles zu. Parfümerie. Jupp. Ja, die können wir vielleicht nur heute zu haben. Ehrlich, ja, genau. Auf der Seite sind dann auch so Läden zu vermieten, auch komplett zu. Auch zu vermieten.
da wird es dann spannend, ob in 2 Monaten oder so, wenn man mal wieder kommt, vielleicht wenn der Markus da ist. Ja, ist bestimmt mal. Ob dann schon wieder alles Wochenendtrip wird. Noch Läden frei sind. Wie wir sehen. Vamos a ver, wie der Spanier sagt. Dann haben wir jetzt auch schon hier Mitte März die letzten Eindrücke von geschlossenen Läden in Calador. Und dann war es das auch schon mit unserem kleinen Calador-Rundgang, weil, naja, mehr gibt es glaube ich momentan nicht zu sehen, außer leere Läden, geschlossene Läden. Und Wüstengefühl. Der Info, dass es in 2 Monaten hoffentlich bergauf hoffentlich geht. Hier ganz anders ist und dann das Leben auch tobt wie woanders auf der Insel. Im Moment, wie gesagt, sehr ruhig. Wie immer, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Drückt die Glocke und vor allem freuen wir uns immer über Sandra reagiert über Kommentare. Ich bin so gespannt so geflasht, ja genau. Und so gespannt, was, hier auf, was in 2 Monaten ist. Ja, das ist Wahnsinn. Gut, hier Soria Mentuno, die hat offen. Also da schon mal die Frage beantwortet, wo gehen die Einheimischen ins ein oder andere Restaurant offen. Und da drüben sind schon wieder Läden zu verkaufen. Das war's hier aus Calador. Downtown. Downtown. Und ja. Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann. Bis dann. Ciao. Adios.